Okay, Teil 2. Clinch. Und zwar, wir haben letztes Mal angefangen mit dem Double Collar. Ja, Double Collar, Daumen runter, ne? Hand hinter den Kopf, bap, bap, Daumen runter, Daumen zeigt runter. Der Daumen zeigt runter. Ich mache einen Bizeps Curl Up Pull In. Ja? Ich wechsle hinter den Kopf, der Daumen zeigt runter. Ich mache einen Bizeps Curl Up Pull In. Okay? Hier wieder, ne? Daumen zeigt runter. Ich kann auch hier im Handschuh dann nachher, ne, blockieren. Daumen zeigt runter, Biceps Curl. Ich wechsle hinterm Kopf, ja. Daumen zeigt runter, Biceps Curl. Ich komme rein aus meinem Fighting Stance. Pop, Hang, Entry. Chicken Wing. Hoch zum Kopf. Rum. Von hier hole ich mir die Kontrolle, okay? Von hier hole ich mir die Kontrolle. Halt mal einmal ein bisschen gegen. So ein bisschen gegenhalten, ein bisschen gegenhalten im Kopf. Jawohl, halt gegen. Das ist ein Gegner, aber der gegenhalten. Genau der, dass ich mir hier runterholen kann. Ja, beziehungsweise. Ich packe meine Hände hier oben am Kopf, on the crown of his head, onto the crown of his head. Ja, leg die Hände übereinander, bitte ganz wichtig, auch in MMA-Handschuhen oder mit freien Händen. Niemals der hier, wenn ich falle, komme ich da nicht schnell genug raus. Ja, das heißt, ich lege hier, hier, ja, hier, ja, der, der, wie auch immer. Okay, hier. Now, I create space. Ich stehe parallel tippy-toe. Ja, er würde wahrscheinlich um meinen Kopf jetzt rumgreifen. Ja, ich lege meinen Kopf hier ab. Das ist die erste Regel. Sobald mein Kopf hier liegt, kann er drücken, wie er will. Und ich bin relativ sicher gegen Ellbogen. Basic rule, big boy rule, big girl rule. As soon as I open up and I can see the face, I can elbow. Ja, das heißt, dass sie überbrücken. So, wenn er seinen Kopf auf meine Schulter ablegt, da kann ich nicht wirklich Ellbogen setzen, spätestens auch, wenn er die Arm Control richtig hat. Ja? Gut, von hier. Ja, ich hole mir, ich kreiere Platz, ich lock ihn hier oben, ja, crown of the head, hole ihn mir hier rein, I create space, and I knee, come back in, I create space, and I knee, come back in, I create space, I knee, come back in, I create space, I knee. Er will jetzt mit der Hand um meinen Kopf rumgreifen, mit der linken Hand um meinen Kopf, jetzt bin ich im single collar, ja, hier, ich habe hier einmal Kontrolle an seinem Schlüsselbein und einmal hier im Arm. Was ich verhindern will, ist, einmal die rechte Hand an meinen Kopf ran, bitte. Hier ist Spannung. Mehr brauche ich nicht. Da kann er sich anstrengen, wie er will. Das Ding gewinnt er nicht. Ja? Wenn ich mich hier einklappe, guck mal, da kommt er sofort rum. Öffnen. Öffnen. Hier. Ja, wieder. Der Schweigefuchs. I open up. Boom. Ich setze ab. Hier ist mein Po. Hier ist meine Öffnung. Mit dem linken Bein unten performe ich den Schritt. As I pull. And I knee. Come back in. Ich wechsle die Seite, Yoshi will wieder mit der linken Hand um meinen Kopf greifen. Hier, ich mache wieder die Spannung, ja, Mountain Power. Kann er machen, was er will, obwohl er wesentlich schwerer ist als ich, ja. Es geht nicht um Kraft, es geht um den Winkel, wo ich das ansetze, okay. Linke Hand, rechte Hand will um meinen Kopf rumgreifen, das verhindere ich auch. Boom, hier habe ich schon meine erste Öffnung. Drauf, top, an, von der Seite. Im Training bitte immer Oberschenkel, Innenseite, ja. Nicht direkt mit der Spitze hier zulatschen. Im Training, Oberschenkel, Innenseite, im Fight, boom, use the tip of the knee. Ja? So, von hier wieder. Ich öffne Richtung Decke, bang, hier ist mein Po, mein Step, boom. Beispiel, ich blockiere. Ja? Hier habe ich meinen Block, boom. Okay, ich setze ab, ich mache mal all over, langsam. Ich komme rein, Entry, pop. Bang, er macht sich zu, bang, hier ist meine Armkontrolle, kein Aufwärts-Ellenbogen, kein horizontaler Ellenbogen whatsoever. Ja, Yoshi versucht zu greifen, will mitgrappeln, langsam, langsam, ohne Druck, ohne Druck, langsam, ohne Druck, ohne Druck. Wir haben hier erstmal das, ich versuche meine Position zu sichern. Hier, andere Situation. Vom Prinzip her das gleiche, ich gehe parallel. Hier ist mein Po, hier ist mein Push. Yoshi will rumgreifen mit der anderen Hand, das blockiere ich wieder. Ich nutze die Kraft, tang, as I knee, come back inside. Ich nehme beide Arme runter. Habe jetzt praktisch diese Situation hier, dass ich beide Arme von ihm eingeklemmt habe. Ja, ich kann mir jetzt wieder aussuchen, mit welcher Hand ich hochgehe zum Kopf. Ja, habe die Hand hier unten, hier pushe ich, hier ziehe ich. Komm hier nach oben, wechsle die Seite, hier pushe ich, hier ziehe ich, das Bein hier läuft. Bam, erstmal komm hin. Hier war der Wechsel. Locker. Hier die Transition, ich komme hier hoch, ich ziehe, push hier auf der linken Seite, ziehe mit diesem hier, laufe mit diesem Bein. Step, and now knee, boom. Setze ab, wechsle die Hand, komm rein, wow, hier habe ich wieder meine Öffnung. Ja,
Yoshi will mal Knie setzen. Bang, das check ich. Pang, gib mal zurück. Paralleler Stand, tippy-toe. Nehme ich beide Hände zum Kopf, mache mich hier richtig schwer. Ja, ich will es nicht übertreiben sonst, ne? Zack, mache mich hier richtig schwer. Create space. Knee. Ja? Er sagt, komm in. Knee. Up. Knee. Up. Knee. Von hier. Handwechsel, da habt ihr gesehen. Hier ist mein Handwechsel, hier ist mein Block. Lass ich mir Knie geben. Funktioniert nicht. Ganz, ganz wichtig, dabei bitte zu beachten. Nicht den Block hier oben setzen. Yoshi gibt ein Knie, Tang, kommt durch. Beziehungsweise ein Sweep mit dem linken Bein, muss ich machen. Zack, da wird er mich erwischen. So, dasselbe. Knie rechts, geht nicht. Sweep rechts, links, genau der. Okay? Eine andere Variante wäre jetzt noch, was ich da. Alter, komm hin, pop, pop, komm. Alter, komm hin. Ich setze mein Knie, blockiere hier. Ja? Bisschen way more advanced, dazu kommen wir später. Gut, der nächste. Um den Körper, kein Rhombus, eine Box, eine Box, okay? Um den Körper, hier. Yoshi, dreht den Oberkörper mal. Da ist nicht viel Spielraum. Wenn ich ihn hier in so einem Rhombus drin habe, einmal drehen, Ellbogen hochreißen, abwärts Ellbogen. Tank, da kommt er ran. Ja? Nochmal dasselbe. Klappt nicht, okay? Ganz wichtig bitte, die Box, nicht den Rhombus. Rhombus gibt's aus, solltet ihr aber wissen, was ihr macht dann. Ja? Gut. Von hier dasselbe Spielchen. A Create Space. Ja? Wenn ich hier bin, ich drücke meine Arme jetzt nach außen, a Create Space, a Knee zum Oberschenkel. Ja? Ich drücke meine Arme nach außen, gehe auf die kurze Rippe unten, auf die kurzen Rippe unten. Hang a Knee. Hang a Knee. Hang a Knee. Ja? Gut. Die Befreiung aus diesem. Einmal um den Körper umgreifen, lege meine Schultern oben auf seine Schultern, mache mich erstmal schwer. Bitte nicht, halt mich mal fest, halt mich richtig fest, bitte nicht das hier. Ja, halt mich mal richtig fest, nicht das hier. Okay, das macht keinen Sinn, weil dann lässt er einfach los, dann klatscht er auf die Knie. So, ich lege meine Schultern hier auf Bizeps und vordere Schulter von ihm und dann mache ich so eine Maus-Muscular-Bewegung und gleichzeitig, lass mal locker hier wieder einmal, gleichzeitig so ein Katzenbuckel, dass ich hier hinten rauskommen. Bisschen wie beim Popping, Locking. Ja? So, er greift, macht mich zu. Ich gehe hier rum, mache mich hier schwer. Guck mal, was da passiert, Körperschwerpunkt. Da kommt es hier schon runter. Hier ist die Bewegung. Mach ein bisschen mit Druck. Ja, er macht Druck, ich mache mich hier schwer. Zack. Mach mit Druck, mach Druck. Halt mich richtig fest. Jawohl. Da ist er. Hier. Ich habe hier wieder Kontrolle am Körper. Time, I could knee. Handkamm hochkommt zum Kopf. Handkamm hochkommt zum Kopf. Dang, hopp. Tank, Block. Ja? Gut, optional auch noch möglich. Wenn die Kontrolle stimmt, mit Double Collar. Einmal, Kopf rüber. Oh, das ist zu breit. Normal. Auf Arm runter. Kopf rüber. Ah. Tank, einmal hoch zum Kopf. Step, Step, an Knie, an Knie. Auch wieder 1000 Optionen, dazu kommen wir später. Ja? Gut. Kurzer Recap. Und zwar: Double Collar. Kontrolle, wir das machen schon. Kontrolle am Schlüsselbein. Pectoralis minor, kleiner Brustmuskel. Unterm Schlüsselbein, vordere Schulter. Dieser Bereich hier. Da will ich rein. Schieb mal hier gegen. Da will ich ihn halten. Guck mal, wenn ich hier kann, ich wegrutschen. Hier passiert auch wieder, da hat er den Vorteil, ich will mehr hier in so einem Winkel. Auch wieder leicht in so einem 45 Grad Winkel. Und hier kann ich locker meine Kraft benutzen. Ja? Nummer zwei wäre in Sternum rein, von hier direkt ins Brustbein, in Sternum reindrücken, dass ich hier anklappe und hier schiebe. Ja? Auch wieder eine Option. Cool. Von hier, zack. Control. Control. Crown of the head. Rein in den Arm. Im Handschuh habt ihr keine Daumen. Das heißt, wenn ihr ohne Handschuh clincht, macht ich das hier mit dem Festhalten. Ja, dass ihr euch hier so festhaltet. Benutzt immer keinen Daumen. Nehmt den Daumen immer raus. Ja. Und hier, lernt mit dem Arm zu arbeiten. Yoshi will meinen Kopf greifen. Nochmal, nochmal. Greifen. Yoshi will meinen Körper greifen. Nee, nee, nur mit der einen Hand. Kopf greifen. Körper greifen. Kopf greifen. Körper greifen. Ja. Macht bitte nicht Kopf greifen.
Körper greifen. Ja, mach das nicht, das macht keinen Sinn. Ja? Gut, hier, Körper greifen. Ich mache mich zu, Kopf greifen. Körper greifen. Körper greifen. Einmal die Hand bitte, versuch mal die Hand reinzusnacken, so dass du so reinsnackst. Hier blockiere ich an seinem Körper. Kopf greifen. Ja, das wären wieder so die Traps, dass ich fallen baue einfach. Ne? Ich verteidige. Verteidige mich oben, verteidige mich unten, verteidige mich oben, verhindere das Reingreifen, er will wieder nach oben, ich gehe rum, angle out, ja, push him out, aber auch wieder. Machen wir ein anderes Mal, beziehungsweise kommt in mein Training, dann bringe ich euch den ganzen Scheiß bei. Single arm control, crown of the head. Single arm control, crown of the head, ja. Lift up, knee, okay. Wechsel, lift up, knee, okay. Double collar, crown of the head, control am pectoralis, am kleinen Brustmuskel, pectoralis minor, oben am Kopf. Ja. Create space mit eurer Hüfte, übertrieben, create space. Ja. Come back, knee. Während du kniest, ist eine Gegenbewegung. Pull in, pull in. Ansonsten, guckt euch nochmal das Tutorial über Knie an. Ja. Da sind, ist das ganze Topic Knees einfach mal way more in detail, also viel, viel mehr Detail. Ja. Körper, selbe Spielchen, ja, von hier, push out, aus dem Kasten, push out, push out, dadurch habt ihr die Kontrolle, push out, knee, pull in, push out, knee, pull in. Hoch wäre das gleiche Prinzip, ich kann hier wieder ziehen, ohne Daumen, ohne alles, kann hier wieder drücken, ab, kann ich hier den Balancen, wechsle meine Position, ja. Und mein Fighting Stance, hopp. Arm Control, Tang, Pull, Tang, Block, Block, Bang, Block, Bang, Block, ja. Die Befreiung, Head Control, Arm Control, mach da die Head Control auf der Seite, hier die Head Control, hier die Arm Control. Genau, er will mich nicht ranlassen, er kontrolliert meinen Kopf und fährt mir hier ein bisschen Auto. Genau das, dass ich hier nicht rankomme. So, ich will hoch zum Kopf, er stoppt mich. Gar nicht weiter, gar nicht weiter. Genau. Und zum Körper. Und zum Kopf. Ja, ja, ja. Jawohl. Jetzt blockierst du das Reinkommen mit dem Ellenbogen an meinen Körper an. Jawohl. Und wenn ich jetzt hochgehe, snack deinen Arm um meinen Rücken, du gehst mit dem anderen auch und greifst einmal um mich rum. Zack, zack. Jetzt muss ich sofort reagieren, mach mich schnell. Hier ist die Befreiung. Wo? Wieder hier, Control. Remember, as I can see the face, top position gewinnt meistens. Am Elbow. Ja. Übt das.